gehabt, oder kenne Ja, ich. ging mir auch so. Ich war so froh, als ich das erste Mal da diesen vierten Instructor, diesen Typen da mit der dicken Sonnenbrille und dem Pornobalken da, als ich das geschafft habe. Und was kommt dann? Ein Level mit dem Helikopter, wo du absolut keine Chance hattest, bei den ersten zwei Geschützen am Boden auszuweichen. Ja. Und ein Treffer war ja tot sofort. Hervorragendes Spiel. Das war so Dann eins. habe ich das Spiel, also ich habe es nur aus der Videothek ein paar Mal ausgeliehen. Irgendwie so das Konzept so an sich war eigentlich ganz cool. Ja. Aber dann, ich war echt kurz davor, das Spiel gegen die Wand zu knallen noch. Ja. Und Gut, dass du es in der seitdem. Bibliothek hattest. Ja, also, es war so in der Super Nintendo-Zeit. Also ich hatte mein Super Nintendo ja, mein eigenes hatte ich erst 94, also sehr, sehr spät. Und dann um die Zeit fing dann auch unsere Stadtbibliothek an, Videospiele in ihr Arsenal aufzunehmen. Vorher wurde die Bibliothek von mir meist gleich missbraucht, alte Wrestling-Videokassetten auszuleihen. Von Großveranstaltungen, die du halt noch nicht gesehen hast von früher. Oh ja, die WrestleManias und die SummerSlams, ne? Ja. Sehr geile Sache gewesen, ja. Genau, also Pilot Wings, dann was gab's da denn noch? Ja, Excitebike, Red Racer hast du ja schon mal aufgenommen. Dann die WrestleMania Challenge. Wir hatten uns ja schon mal über das mega miese Steel Cage Challenge unterhalten. Also das Spiel habe ich ja, besitze ich ja selber. WrestleMania Steel Cage Challenge auf dem NES. Das fand ich eigentlich ganz okay. Also ich habe ein wesentlich schlimmeres Wrestling-Spiel gespielt auf dem NES. Das hieß, glaube ich, einfach nur WrestleMania Challenge. Das meine ich, glaube ich. Das, also das, ich glaube, das, Also wo du Survivor das. Series gespielt hast, so. Und wo die Wrestler alle Musiken hatten im Kampf. Ja, das war, genau, das war WrestleMania Challenge. Weil das Steel Cage Challenge, da hattest du nur das Zuschauergeräusch gehört und wenn du jemanden getreten hast, das hat sich angehört, als würde ein Schwein grunzen. Ja, genau. Und dieses WrestleMania Challenge, das hatte so eine versetzte Sicht, so aus so einem 45-Grad-Winkel irgendwie. Genau, Und ja. die Energieleisten waren unten am Ring dran gemacht. Genau, und du hattest in dem Spiel quasi auch die Finishing Moves als Moves automatisch bei den Wrestlern drin. Also dazu gab es noch coolere Wrestler, finde ich, als bei der Steel Cage Challenge dann. Das hat für mich schon mal ja, einen positiven Wert gehabt. Also erstens gab es mal Lieblingswrestler. Dann hast du halt den Big Boss Man zum Beispiel drin, auf den man gerne rumgesprungen ist. Ja, und Andre the Giant war, glaube ich, auch dabei. Genau, den du nicht heben konntest. Also ich glaube, man konnte ihn nicht heben. Also, was mich an dem. Sch ich weiß bis heute nicht, ich wusste damals bei dem Spiel nicht, wie man in und außerhalb in den Ring springen kann, von außen und umgekehrt. Und wenn mich dann einer rausgeworfen hat, wurde ich immer ausgezählt, weil ich habe das nicht gebacken gekriegt, in den Ring wieder reinzuspringen. Ja Mensch, das ist eine Herausforderung, wa? Falls ich mir das mal hole, um ein kleines Stück davon aufzunehmen, dann weiß ich ja, was mir blüht. Ich wüsste es ja nämlich jetzt auch nicht mehr. Also ich glaube, wenn du im Tag gekämpft hast, dann konntest du mit Select die Figuren wechseln. Ja, das Und du weiß halt sie hast. jetzt so nicht mehr. Und ich glaube, du konntest außer Einzel, glaube ich, auch nur Survivor Series spielen, also vier Mann. Da war das ja gerade wahrscheinlich neu, dass es das überhaupt gab, so eine Survivor Series. Und dann haben sie das quasi auch gleich mit dem Ding ausgeschlachtet, wenn man das so nennen möchte. Und ich weiß auch noch, dass du einen Wrestler hattest, außer den ganzen, die du kennst, wie Hacksaw Jim Duggan, der da sein. Genau, da war einer dabei, das sollte quasi du selbst sein. Der hieß, Genau, glaube ich, ja. einfach Yourself oder so hieß der, glaube Genau, ich. ja, genau. Das war damals so geil. Ich wusste nicht, wie man das aussprechen sollte. Ich dachte, das wäre irgendwie so ein richtiger Wrestler. Ich habe den irgendwie, habe ich den ausgesprochen, Yosolef oder so. Ich dachte, das wäre irgendwie so ein, würde man es heute wahrscheinlich denken, irgendwie, das wäre irgendwie so ein, keine Ahnung, Albaner oder so, irgendwie ein Terrorist oder sowas. Aber der sah halt eben gar nicht danach aus. Und dann halt, wenn du dann deine ersten Englischlektionen hattest, dann wusstest du auch, was mit dem gemeint war. Ja. Ich habe manchmal, dass ich den Wrestler irgendwie nie irgendwie gesehen habe oder so.
Ja, genau, das habe ich auch so gedacht. Die Rednecks mit seinem Cousin oder sowas. Denkst du, hey, die kenne ich doch alle, aber was ist das für ein Luft, ne? So nach dem. Ja, das war noch eins von denen, die ich auf dem Schirm hatte. Gut, die Pilot Wings musste ich jetzt leider die Pilot Wings sage ich schon, die. Da war ich, bin ich sehr sauer drüber sogar. Ich habe jetzt gerade eins bei eBay reingesetzt. Die Wing Commander, die hatte ich beide für die SNES. Und das wäre einfach im Zug abhanden gekommen. Ja, waren wahrscheinlich, also die SNES Wing Commander hatten wahrscheinlich nicht die auf dem PC Cutscenes mit Mark Hamill drin, ne? Nein, also das war schon ein deutlicher Miss, aber gut, was sollten die machen, ne? Also ich muss sagen. War das Mark Hamill und hat nicht auch Malcolm McDowell damit gespielt? Nee, das war ein Film. Es gibt einen Film. Ja, in dem Film, da hat die Rolle von Mark Hamill, glaube ich, Freddie Prinze Jr. übernommen. Ja, genau. Ja. Und das war schlimm. Da guckt er mal da das Spiel an, holt in dem Film voller Erwartung aus der Bibliothek und dann ist da Freddie Prinze Jr. und du denkst, du willst am liebsten eine Kackwurst auf die DVD raufmachen, weißt du? Und seine alte hier, Sarah Michelle Keller war, glaube ich, auch mit drin, ne? Ah, kann sein, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Oder verrechte ich das jetzt mit Scooby-Doo? Nee, die war bei Scooby-Doo, da war es auf jeden Fall, das weiß ich. Ja, ich weiß auf jeden Fall, dass die, ich weiß nicht, ob sie es heute auch noch sind, aber die waren halt ein paar irgendwie so. Die alte hat auch Buffy gespielt. Ja, genau, ja, das hat man ja damals, da war sie bekannt, das hat man gesehen. Vor allen Dingen hat man sie gekannt durch, ich wollte gerade sagen, Schatten der Leidenschaft, Eiskalte Engel, als die Böse. Und neulich, und dann hat sie natürlich in dem mega geilen Film mit The Rock, Southland Tales. Wenn ihr das hört, schaut ihn euch an. Da hat sie mitgespielt, jetzt habe ich sie neulich gesehen und da habe ich gedacht, alter Falter, ja, da ist kein Wunder, dass es vorbei ist, ne? Also, mit wenn ich. Mit ihrer Karriere oder mit Freddie Prinze Jr.? Ja, beiden, ja. Da habe ich gedacht, alter, wenn ich irgendwie in 5 Jahren mit 37 so aussehe, dann haut mir bitte eine Kugel durch den Kopf. Sieht die so schlimm aus mittlerweile? Ganz schlimm, ja. Also die sieht deutlich, fand ich, vielleicht war es auch ein ungünstiger Zeitpunkt, sie zu filmen, aber für mich hat sie ungefähr 20 Jahre älter ausgesehen, als sie ist. So ausgelutscht, weißt du? Wie dann irgendwann Pamela Anderson auch ausgesehen hat, aber die sah noch besser aus. Ach du Kacke. Dann ist die auch noch ziemlich hager halt, ne? Ja gut, halt ein Game Over, was soll's. Keine Continues. Alle verschlossen. Ja. Ja, da gab's schon noch geile Klassiker. Dann habe ich noch den, also das Bucky O'Hare, das muss ich mal reinziehen, das hatte ich nicht. Ja, dann sind mir noch ein paar Sachen in den Kopf gekommen, die ich selber mal hatte. So durch Tauschgeschäfte, die man, weiß nicht, hast du ja vielleicht früher auch gemacht hat, die man dann so gemacht hat. Ja, also nicht Tauschgeschäft, halt mal ausgeliehen oder so. Also ich hatte halt, für die meisten Spiele hatte ich halt großes Glück, dass mein Cousin eine recht große Sammlung an, also durch meinen Cousin bin ich ja allgemein an Videospielveteranen. Bei ihm habe ich das erste Mal auf dem Atari 2600 Pitfall gespielt. Also das war überhaupt das erste Videospiel, was ich jemals gespielt habe. Und er hatte Atari 2600, einen C64 hat er gehabt und dann halt auch einen NES. Auf dem C64 habe ich bei ihm die meiste Zeit die alten LucasArts Adventure gespielt. Ja. Und er hat halt auch eine recht große NES-Sammlung. Ja gut, da hast du dann quasi einen glücklichen, ja, Joker oder Bonus gehabt halt, ne? Also ich habe viel geh- und vertauscht, sage ich mal. Da warst du auf irgendwas halt, warst du geil drauf, wolltest du den haben. Und ja, im Prinzip hast du dir natürlich das getauscht. Also die besten Tauschgeschäfte, die ich da damals je gemacht habe, also so richtige, nicht mit Ausleihen, sondern der kriegt das und der andere behält das. Das war. Ja, das war damals so, ne? Weißt du, mit dem Taschengeld. Dann haben die Eltern natürlich außerdem hier zu Lande bekannten Taschengeld auch nichts rausgerückt, sozusagen. Also natürlich, meine Eltern waren immer gut, aber man hat halt nur das, was man für Videospiele investieren wollte, das musste man sich selber zusammensparen. Mhm. Und das waren die besten, die ich gemacht habe, die Tauschgeschäfte. Das war einmal Secret of Mana, das habe ich mir nicht selber gekauft, erst später dann mit dem großen Karton. Ja? Ja.
Das habe ich. Das hast du durch ein Tauschgeschäft gekriegt? Ja, das habe ich 94. Es kam ja 93, glaube ich, raus, ne? Und ich habe es 94 gehabt im Sommer. Was hast du dafür weggegeben? Das waren, da habe ich, glaube ich, zwei Sachen für hingegeben und ich glaube, eins davon war California Games. Und ein besseres Spiel noch, ne? Also du konntest ja nicht irgendwie sagen, die wussten, der Kollege damals, das war auch ein Freund von einem guten Kumpel. Also den kannte ich selber gar nicht, ne? Und da konntest du dann ja nicht hingehen und sagen, hier hast du California Games und Jackie Chans Action Kung Fu oder so. Ich weiß, also da müsste ich aber lügen, was das war, was ich dann da hingegeben habe. Vielleicht war das irgendwie ein